Wer solche Achterbahnen baut, muss Fliehkräfte und Schwingungen im Griff haben. Beim Hochfahren liegt der Passagier auf dem Rücken, aber hier an der Stelle unten wirken auf ihn 5G. Es wirkt das Fünffache seines Körpergewichts auf ihn. Wenn Sie sich auf eine Waage setzen würden, würde die genau das Fünffache des eigenen Körpergewichts anzeigen. Die Achterbahn stammt von der Firma Maurer Söhne. Das Unternehmen profitiert vom weltweiten Wachstum der Freizeitparks. 9 von 10 Anlagen gehen ins Ausland. Die meisten Schienen und Fahrzeuge kommen aus dem Münchner Werk. Beim Bau von Achterbahnen ist Schweißen Millimeterarbeit. Da haben wir eigentlich keine große Fehlertoleranz. Muss eigentlich absolut genau und perfekt durchgeschweißt sein. Stahlbau, das ist seit über 100 Jahren das Geschäft der Münchner. Inzwischen macht die Firma 130 Millionen Euro Umsatz. Das meiste davon mit unscheinbaren Produkten, die auf keiner Brücke fehlen dürfen. Sogenannten Dehnfugen. Eine Dehnfuge ist ein Bauteil, das am Ende von einer Brücke eingebaut wird, um die Bewegungen, die die Brücke macht, aus Temperatur, aus Verkehrslasten aufzunehmen und sicherzustellen, dass eben das Bauwerk beim Auftreten von den Bewegungen nicht beschädigt wird. In der Breite flexibel, aber dabei stabil. Das wird die Dehnfuge durch Gummi und Stahl. Für den Hersteller ein Kassenschlager. Ja, wir kennen unsere produzierten Kilometer. Das sind mittlerweile über 1000 Kilometer Dehnfugen, die wir gefertigt haben. Und im Vergleich zum Wettbewerb ist das Weltmarktführer. Über die Hälfte der Münchner Produktion geht ins Ausland. Das lohnt sich trotz hoher Lohnkosten. Selbst die Wirtschaftskrise nützte dem Unternehmen, sagt der Chef. In dem Fall war es für uns positiv. Die Konjunkturförderprogramme haben uns geholfen. Infrastruktur wurde ja gefördert und da sind dann wir immer dabei. So soll es weitergehen mit den Bauschutzsystemen. Mit Rekordprojekten wie dem 2004 eröffneten Viadukt von Millau in Südfrankreich, der längsten Schrägseilbrücke Europas. Wir haben hier unsere Lager, kann man sich vorstellen. Bei der Montage haben wir riesige Taktschiebelager gehabt, wurden die ganze Brücke hier rüber geschoben. Wir haben die Dehnfugen geliefert, sozusagen die gesamte Brückenausrüstung ist von uns bei dieser großen Brücke. Die Stahlkonstruktionen aus München gehen an ganz verschiedene Branchen. Aber sie haben etwas gemeinsam. Sie alle müssen starken Bewegungen standhalten. Bei den Bauwerkschutzsystemen, bei den Dehnfugen sind wir spezialisiert, Bauwerke zu schützen vor Beschädigungen durch Bewegungen. Bei den Achterbahnen spielen wir mit den Bewegungen und von daher immer Bewegung und Kräfte in Bauwerken. Allein in diesem Jahr werden weltweit 9 neue Achterbahnen aus München installiert.